Hallo Leute und herzlich willkommen bei Final Fantasy VII Remake. Und wir haben fast vergessen, die Tonspur mit aufzunehmen, aber wir haben es noch. Aber mal. Egal Leute, wir sind wieder da und wir zacken weiter Final Fantasy VII Remake. So, im letzten Part haben wir Tifa kennengelernt und haben auch Marlene gesehen. Ja, und Barret hätte sie fast Cloud in die Fresse geboxt. Und das auch, ja. Aber es ist zum Glück nicht zum Showdown passiert. Wir wissen alle, dass Barret den Cloud zusammengeschlagen hätte. Aber ja, wir haben dann ein Apartment bekommen und haben geschlafen, friedlich. Oder bis wir so ein komisches durch ein leidvolles Stöhnen, hat die Story das gesagt, aufgeweckt wurden. Und jetzt... Sowas in der Art, Leute. Und jetzt gucken wir mal raus, was das Bastard ist. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich aber auch. Weil ich glaub, wer könnte das da sein? Hier schläft jetzt Tifa, da kann ich wahrscheinlich nicht... Guck mal, ob nicht du rein... Ich will Tifa nicht stören jetzt, ne? Doch, geh rein da jetzt. Und du hast den Text weggedrückt. What? You wanna get... Was hat er gesagt? You wanna wake her up? No, I don't wanna wake her up. Aber ich will wissen, was das jetzt hier ist. Okay, jetzt bin ich... Also ich geh noch warte, geh mal noch dahin, genau. Vielleicht ist da ja ein... Ach so, ich glaube, von da sollen wir sogar rein, oder? Vielleicht macht er die Tür nicht auf und wir müssen deswegen hoch. Aber was ist das denn? Was ist das denn? Gute Frage, was ist das? Phönixfeder! Okay. Das ist ja auch so eine Art Kiste. Ich glaube, das ist eine bessere Kiste sogar. Habe ich so das Gefühl. Möglich, ja. Okay, Leute, dann gucken wir mal, ich was... Ich bin gespannt, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich bin jetzt echt gespannt, wer das sein könnte. Hey, you okay in there? Oh. Coming in. But he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. Okay. Oh, ich weiß jetzt natürlich, was das sollte. Und diese Zahl an deinem Arm, das weiß ich natürlich auch. Ich weiß es aber nur noch grob, Leute. Ich darf euch jetzt natürlich gar nichts dazu sagen, deswegen lasse ich das auch einfach stehen und wir machen weiter. Das war jetzt ein bisschen komisch. Aber echt interesting. Ja. Boah. Ich kann da jetzt wahrscheinlich nicht mehr rein, oder? Nein. Da waren wir ja schon. Können ist wir Tifa tiefer? In dem Zimmer? Nee, ist sie nicht mehr. Das ist mein Zimmer. Das ist dein Zimmer. Ach ja, gut. Warte mal, geh mal nach links zurück. Da war es. Ach nee, das ist nur das gewesen. Ich dachte, also dieses Zeichen, wo wir hin sollen, ne? Da, wo sie hin sollen. Ey, warum zeigt das Zeichen denn hier? Ich glaube, nach unten. Da, sie chillt da wahrscheinlich unten gerade. Wir können ja kurz trotzdem mal gucken, ob sie pennt. Ich glaube, das ist einfach keine Lust. Ja. Okay. Das macht man ja auch einfach nicht, einfach so in das Zimmer gehen. Wer ist das? Schon ist die Vermieterin. You must be Cloud. I'm Marl, your landlady. So how'd you like the place?
You from up on high? I've been around. I'll bet. No matter. All kinds come through with all kinds of reasons. If you ever need an ear to bend, I'll lend you mine. Can be about anything, even Tifa. What's she to you? The granddaughter I never had. And if you hurt her, I'll take it out of your hide. You hear me? Loud and clear. Good. Now you'd best get a move on to Seventh Heaven. She's got a head start on you and then some. Oh, Mann. Alltag in den Slums. Ja, ja. Is your face always that pale? You're not getting enough sleep. Woher wissen Sie das? You know, Tifa's probably wondering why you haven't joined her yet. Come on, quit lollygagging and go to Seventh Heaven already. Alright, ich gehe. So, wir können uns ja noch kurz umgucken. Ich glaube, jetzt, ja, jetzt ist ja Alltag in den Slums. Ich glaube, jetzt können wir wirklich mal überall gucken, was. Ah, ist das eine Kiste? Ah, ich dachte, das wäre eine Kiste, schade. Wäre aber auch gut versteckt hier rum dunkeln. Ach, die Mucke ist auch sehr schön. Ja. Ja, da geht's ja zur Bar hier, ne? Hm. Genau, ich wollte mich hier nochmal genau. Dann gehen wir mal in die andere Seite, da lang, genau. Boah, reden viele Leute hier. Es sind noch sehr viele Soldaten. Ja, warte mal, sind wir von hier nicht gekommen? Ja, ja. Nee, oder? Nee, da geht's glaube ich raus. Ah nee, ich dachte gerade. Guck mal, das ist die Platte, Alter. Und da draußen ist halt das halt außerhalb Midgar. Wow. Krass. Schön, schön gemacht. Searching for candidates. Was? Searching for candidates. Was ist das für ein Junge eigentlich? Das weiß ich nicht. Was ist das für ein Schalter da? Was ist das hier? Ah, Leute, merkt euch mal die Kniebeugen bitte, okay? Merkt euch einfach Kniebeugen. Der macht es nicht richtig. Hier oben kann ich hin. Was ist hier? Alter, das sieht so schön aus, ey. Das sieht verdächtig aus. Okay, ist doch nicht verdächtig. Aber es sieht trotzdem verdächtig aus. Ja. Vielleicht ist es später ja verdächtig. Warte, kannst du da rein? Wo? Cool, ich glaube, da kannst du rein. Ah, guck mal, dein Weg. Da ist echt was, ja. Vielleicht kann ich von der anderen Seite da irgendwie hin. Oh, das Main-Theme spielt gerade, ne? Ist das klar? Ah, ich kann aber nicht hier hoch. Hm. Das ist noch eine Kiste. Wie die am Trainieren sind. Ja, du musst noch ihre Stadt beschützen, ne? Alle hart am Arbeiten hier. Richtig Workout. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Noch nicht rein. Oder von unten vielleicht, oder? Hm. Weapons. Vielleicht ist es der Shop, oder? Später. Der Waffenladen. Ich laufe hier ein bisschen komisch rum, aber ich will halt alles, wirklich, ich will alles, jeden Zentimeter, ich will alles sehen. Okay. Die Auswirkungen der Explosion kann man schon spüren, hat der eine gesagt. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, das ist dein Apartment. Und jetzt gehst du wieder da lang. Genau, warte. Da waren wir jetzt komplett. Dann bin ich hier lang gegangen, dann bin ich da hinten. Hier bin ich links lang gegangen, dann gehe ich jetzt hier rechts. Ja, Leute, wir wollen uns das mal schön ruhig angucken. Genießt einfach schön. Die Aussicht. Genau, bis ja, nächstes. Genießt die Aussicht. Dafür haben sie 5-6 Jahre gebraucht. Oh Mann, ey. Aber es ist auch echt wirklich. Guck mal, die kämpfen da. Das ist so Rodrigo. Ist das. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre vielleicht ein Easter Egg oder so. Man kann ja gucken, wie die kämpfen mit ihren. Ja, wenn der eine so mit dem Schwert oben gemacht hätte und der andere anders, dann würde ich es wissen. Warte. Nö. Nee. Aber ein bisschen. Bisschen, also der Dicke macht.
Ach, so schön. Hello to you too. Hier gibt es so viel zu gucken. Ich muss doch nicht lang gehen. Das ist riesig, ey. Guck mal, es gibt 5 Millionen Wege, wo ich noch gar nicht war. Ja, genau, geh einfach der Typ. Schau dir das mal an. Es gibt 5 Millionen Wege, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Okay. Ja, aber ich glaube, wir können schon, glaube ich, schon mal langsam so in die Richtung gehen. Ja, hast recht. Aber diesen dunklen Gang, den würde ich gerne nochmal sehen. Wo war der? Hier. Der interessiert mich dann noch ein bisschen. Achso, der bringt uns dahin. Ah. Ja, egal, dann gehen wir einfach mal weiter. Wenn hier noch was ist, dann. Dann bemerken wir es auch hoffentlich. Open. Oh Mann, ist das schön. Aber zu viel des Guten, ne? Auf geht's. Weiter geht's. Das ist eine Katze. Die erinnert mich an jemanden. Kann ich nicht lang. Auch nicht. Gut. Thinking I might have dinner at 7th Heaven tonight. Morning. Hey. Just so you know, Marlene's still asleep. Let's get down to business, shall we? Huh? These water filters won't replace themselves. Although the next batch probably could, if Jessie put her mind to it. Most every home in the area has one. Folks love them because they practically eliminate the rotten egg smell. Honestly, they make us more money than this place. And it's easy money, too. We bring new filters, collect the old ones, and get paid. What? Give me a break. I'm not a salesman. I'm a soldier. Which is why no one will refuse to pay. What do you say? Please? Let's get this over with. Great. And while we're at it, I'll give you the grand tour. Oh, sag jetzt nicht, sie zeigt mir jetzt alles, was ich mir gerade alleine schon angeguckt habe. Das wäre jetzt echt blöde Zeitverschwendung gewesen. Ja, dann haben wir es alleine auch nochmal angeguckt. Go ahead and keep whatever we collect. Seeing as you didn't bring any luggage, I'm guessing there's stuff you need to buy. Thanks. And don't worry, we'll pay you the difference after. Barrett's out making his rounds too. As long as I get it all today. Hast wohl noch selber was zu tun, oder? Mhm. Ah, da waren wir nicht drin. Hier waren wir nicht drin. Schau, das ist sogar der Shop. Große Haare. Here to change out your water filter. Tifa, baby, how you doing? Been waiting for you to... Wait, who's he? Cloud's in charge of collections. He'll take your money. Sounds like a pretty sweet gig. If you ever need someone to fill in, I'm your man. In your dreams, baby. Cloud! Since we're here, maybe we should do a little shopping. Suppose I could take a look. Guck mal, wie er jetzt enttäuscht. Junge, der. Oh, geil, ey. Oh, Mann. Waffen kann man. Man kann hier nur Gegenstände kaufen. Und Materie kann man kaufen. Lass mal reingucken. Frost, okay, Gewitter. Guck mal, da unten. Da wird sogar angezeigt. Das ist doch wie Blitz, oder? Ist ja auch Blitz. Da steht da. Achso. Da steht Blitz. Ja, das Gewitter hat mich jetzt ein bisschen aus. Ich weiß nicht, warum die das so dumm machen. In FF7 hieß es einfach Blitz und Blitz. Fertig. Ich glaube. Frost. Ja, ich kauf beides, ne? Auf jeden Fall. Erstarre! Ich glaube, das ist Musik. Ja, eine Schallplatte. Guck mal, auf Lager eine. Besitz 0. Das kaufe ich auf jeden Fall. Die Pripole. Ich will einen haben. Yes. Da gab es auch nur eins. Und ein Gegengift holen wir uns noch mal. Ein Kuriertgift. Ja. Heiltränke haben auf jeden Fall genug. 46. Hey, das ist die Stadt aus meiner. Aus meinem. Ach so, ja, Land, genau, ja. Stimmt. Bei mir ist es 34. nehmen wir Frost mit. Und Gitter. Und einmal Gewitter mitnehmen, bitte. Jetzt habe ich kein Paar mehr. Ja.
Guck mal, wir hätten hier Ausweich-Rundumschlag kaufen können, aber wir haben es gefunden, ne? Das haben wir ja schon, finden genau. Ist ja viel besser. Okay, Bro. Gegenstände haben wir auch schon geguckt gehabt, ne? Genau. Dann verkaufen will ich eigentlich gar nichts. Also. If you're ever in the market for anything else, drop on by. Especially if Tifa's with you. We'll see you around, okay? And let us know when your filter next needs changing. Ich kann ihn jetzt schon nicht leiden, Alter. What's a girl like Tifa doing running around with a guy like? Shut your dumb ass. Oh. Mehr ist hier nicht, wahrscheinlich nicht sein Drecksladen. Wer wusste? Ach, hinter dir. Aber man kann das in der Karte auch immer sehen. Guck, das ist ein Beutel. Stock up here and he might throw in a freebie or two. For you, maybe. Well, you could try being a little nicer. To get free shit? Not my style. Our next stop is Stargazer Heights. Landlady's a client. Just met her. Then you know what to expect. Remember, she's a good friend of Avalanche, so be nice. Please. Willst du nochmal ein paar Sachen austauschen eigentlich? Mach ich gleich, ja. Aber ich glaube, ich laufe erstmal tiefer hin. Weil ich glaube, Blitz ist eher was für Cloud, oder? Ja klar, ich habe Cloud in FF7 nur Blitz gegeben. Ich glaube eher, ich würde Barret eher Feuer geben, anstatt so also Blitz, weißt du? Weil das macht ja auch mehr Sinn, weißt du, was ich meine? Dann muss ich mit dir reden? Oder mit ihr reden? Ich glaube, du musst mit der alten Dame reden. Hey Marl, got some filters for ya. Tifa, my dear girl. Oh, what's he doing here? Working? Be nice. Cloud's helping me with collections. You better take care of her. I'm pretty good at taking care of myself, you know. That I do. Still, better him than you. No charm, no wit. Big sword, but no skills. I've got skills. Nice! I'm doing I have best. Skills! You're looking awfully glum. Are you getting enough sleep? A good long rest will cure anything, I tell you. A tried and true lesson for life on the ground floor, am I right? That you are. Now, your money. Thanks, Marl. You take care of yourself. Don't do anything I wouldn't do. Rastpunkte. Ruht man sich auf den blauen Bänken, neben Verkaufsautomaten oder Betten in einigen Zimmern aus, können HP und MP vollständig geheilt werden. Brauche ich aber gerade nicht, oder? Nö, ich glaube nicht, oder? Ja, ist gut, okay, sorry. Hat er mir doch dein Bett angezeigt, guck. Das ist echt gut das gemacht. Cool. Marl's great. She helped get me set up back in the day. You been here a while now? 5 years, give or take. Ain't they shorthanded? But absolutely. Never mind that. We've got to get you your money. Last stop is the weapon store. Weapon store. Ich habe gar kein Geld mehr. Außer 600. Aber eigentlich will ich meine Waffe gar nicht verändern. Kannst für mich was kaufen. Ja, stimmt. Alter, wie jeder Tifa kennt, ist ja irgendwie klar, ne? Ja, okay, sie ist schon seit 5 Jahren hier und sie arbeitet für Avalanche. We're so sorry about that. Hopefully this one will work better. Save your excuses and get out! All right. If you could just settle your bill, we'll be on our way. The hell? You charging me for your busted-ass goods? My associate handles payment disputes. Think you can mosey up in here and have it your way? Pretty please. Thank you very much. Seeing as we're done with our rounds and you've got a small fortune now, why not take a gander at the weapons? Well, when will Barret be back with the rest? Before we open up tonight. It'll be a while yet, so... What do you want to do? Don't really know. In that case... I've got a suggestion. Want to hear it? If you're serious about becoming a merc, then you're going to need to start making connections. It's not what you know, but who you know? Another lesson for life on the ground floor? Yep. Connections get you jobs. Jobs build your rep. And more rep gets you better connections. How do I start? Why not help out the neighborhood watch? They're mostly volunteers, but you'll get to know people. Yeah, okay. Didn't see anybody at the office, so let's head up top. Lass uns erstmal nach Waffen gucken. Stimmt, ja. Ich glaube, ich muss bei dem Typen hier einkaufen. Oh Gott.
I ain't got nothing for a punk ass bitch like you. Get on out of here. Ach, scheiße. Ja, ist ja gut, Alter. Komm, Punk-Ass-Bitch. Ich will die auch noch beleidigen, ne? Ist das so irgendwas? Erstmal so eine, in so ein Zweiergespräch so, reinlaufen. So. So macht man Connections. Ach so, warte mal. Hier müsste, im Original war hier irgendwo eine Alle-Substanz. Ja, ich sag immer Substanz, Mann. Materia meine ich. Hier irgendwo. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja noch. Weil, das ist Wedge, oder? Oh ja. Ja. Stimmt. Was macht der denn da? Guck dich doch noch mal ein bisschen um, oder? Ah, wir waren hier doch schon mal. Ja, aber stimmt, davor war die Tür zu. Da war die Tür zu. Guck, jetzt kommen wir rein. Huh. Didn't know you were holding down the fort. Huh? Oh, hey, Cloud. Looking to join the neighborhood watch? That depends. What does this neighborhood watch do? Lots of stuff, really. But our top priority is taking care of any beasts that wander into town. That, and teaching the locals how to defend themselves. Like they say, the only one who will look out for you is you. Cloud's a great fighter, but only we know that. If no one knows him, no one will hire him. Thought if he joined the watch, he could get his name out there. That would work for everybody. Truth be told, we could really use your help. We can't pay you in gil, but we'll work something out. For example... Aha! What about your sword? I could mod it for you. No thanks. It's fine just the way it is. What? You some kind of purist? I know I'd never pass up a chance to improve my gear. Come on. At least let me show you how it's done. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte WP, um Modifikation für deine Waffen freizuschalten. Oh Mann. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikation modifiziert und verstärkt. Zuerst musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren willst. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, die dir pro Waffe maximal zur Verfügung stehen. Sie nimmt mit steigender Stufe eines Gruppenmitglieds zu. Als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken willst. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, die du auf die aktuelle Waffe noch verteilen kannst. What? Oh, ich verstehe gerade nichts. Die zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden, reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Okay. Du darfst jetzt physische Attacke. Ich verstehe das alles gar nicht, überhaupt nicht. Plus magische Attacke plus 5. Also wenn ich jetzt das mache, kriegt mein Buster das kostet, Sword. Das kostet 4 WP Waffenpoints aus 10. Also kannst du, glaube ich, insgesamt 2 Stück gerade upgraden. Guck dir die dreimal nochmal an. Das ist TP. Erhöht mein HP-Maximum um 100. 100. Und das ist Angriff. Die physische Angriff, Attacke und das, Offensivhaltung plus Schaden von Schwertwirbel plus 5% erhöht den Schaden von Angriffen während der Offensivhaltung. Das, weißt du, was das Geilste ist? Du kannst dann deine Waffen upgraden und ich kann meine Waffen upgraden. Das ist cool. Oh, das wird geil. Das ist cool. Ich werde... Guck, da steht sogar, was dann passiert. Geh mal zu der Attacke. Guck, plus 5 dann auch noch. Also, oben links wird das nochmal angezeigt. Das könnt ihr das mal angucken. Die alle kosten 4, das heißt, ich kann nur 2 nehmen. Genau. Ich werde das hier nehmen. Ich werde vermutlich auch das als erstes nehmen. Ich bin ja auch eher so der Angreifer. Mit Magie habe ich nicht so viel am Hut. Ich glaube, das ist dir auch bewusst. Naja, Magie bist du nicht so. Also anders. da werde ich wahrscheinlich Magie erstmal außen vor lassen. Ich bin irgendwie zwiegespalten. Einmal das hier. Oder das? Du benutzt auch sehr oft Magie, ne? So Blitz und sowas. Ich mach Magie. Ich bin eher so Magic Caster und Angreifer, ein bisschen mit Cloud. 27 passt. Alright. Die kannst du aber irgendwann auch wieder machen. Ich glaube, das kommt. Wie hat das, was hast du gesagt? Wenn du kämpfst oder sowas, dann kriegst du Waffenpunkte.
Hat das jetzt mein Schwert direkt schon ausgerüstet bekommen? Du hast die Möglichkeit, deine Waffen automatisch modifizieren zu lassen. Nur dazu bei der Waffenauswahl Dreieck und wähle den Modus automatisch. Nee, ich glaube, das machen wir alleine. Du hast deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffen oder schaltet neue Materia-Slots frei. Oh. Das ist sehr gut, weil in FF7 Original hatte das Bastard Sword halt immer nur zwei Slots. Ne? Und sobald du eine neue Waffe hast, war die erste stärker und zweitens hatte mehr Slots. Das heißt, du hast nie wieder das Schwert. Ich finde es auch cool, dass das hier nicht mehr Bastard-Schwert heißt, sondern Panzerschwert. Ja, Übersetzung halt, ne? Ja. Wenn die maximalen WP eines Charakters bei einem Stufenanstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen zur Verfügung. Cool, das ist cool. Das haben die echt cool gemacht. Also, ich habe jetzt... Wähle eine Waffe mit Dreieck. Ne, mit Dreieck kannst du... Ach so, wenn du noch mehr Waffen hast, dann wahrscheinlich. Was heißt jetzt? Guck mal unten. Angelegte Ausrüstung nicht priorisieren und priorisieren. Was heißt das jetzt? Ach so, wenn du später mehr Waffen hast, dann wird das ganz oben hingetan, was die größte ATK hast, weil du hast das ja gerade ausgegeben. Ja, genau. Okay. Aber ich habe das jetzt alles schon gemacht. Die Waffen, ne? Die du am meisten ausgerüstet hast, priorisieren heißt dann wahrscheinlich, dass das dann ganz oben dann auch angezeigt wird. Das ist das, genau. Kampfeinstellungen, nein. Da konntest du noch was aussuchen, glaube ich. Echt? Wo? Ja. Nee, ich meinte erstmal, hier gleich kannst du ja Frost oder Gewitter und so. Ach so, genau, ja, warte. Das kannst du austauschen, genau. Da haben wir noch nichts. Nee, ablegen will ich nicht. Hier, Glut, TP-Boost. Ich will halt TP-Boost drin haben, einfach damit es gelevelt wird. Um das zu leveln auch, guck mal, ist schon 118, das ist eigentlich schon voll gut. Ist das echt direkt machen? Yes. Okay. Also Blitz will ich auf jeden Fall dabei haben. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... All set. Needless to say, you'll have to try it out to appreciate the difference. Thanks. We'll do you one better. Spread the word to everyone who listen about the new Mercantown. Between him and Wedge, there isn't anyone they don't know. I'll march through the streets singing your praises, even on an empty stomach. So, where are these monsters? Scrap Boulevard. Good hunting. Hey, Cloud, I'll come with. No, I've got this. But you don't know the way, do you? Lead on. Sure thing. I know these streets better than anyone. Cool. Okay, ich glaube, wir gucken, wollen wir das offscreen machen? So tiefer angucken, ein bisschen mit Materia-Slots und Ausrüstung. Ja, das machen wir dann. Dann sagen wir denen die Kurzfassung. Genau, dann zeigen wir das dem, was wir bei ihr alles verändert haben oder ob wir was verändert haben. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich freue mich mega, weil irgendwie geht das jetzt so... Jetzt so Waffenmodifikation, das heißt, das geht jetzt richtig los. So. Und ich glaube, wir werden auch langsam unsere ersten Sidequests und so entdecken, vielleicht. Genau. So, oh, das wird episch. Ich freue mich mega drauf. Also, ich vermisse Barrett, Leute. Ich weiß. Du hast schon lange nicht mehr gezockt jetzt. Leider. Okay, Leute, bleibt clean und wir sehen uns dann im nächsten Part von Final Fantasy VII Remake. Oh yeah. Clean.